Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Blog zum Thema der Puro Kleinkläranlage der Firma HTB. Was ist der Puro? Der Puro ist jetzt zum Vergleich zum Aquamax, den wir ja in den vorherigen Blöcken schon kennengelernt haben, eine SBR-Alternative, die aber durchaus anders funktioniert. Mit Einführung der Puro Kleinkläranlage hat die Firma HTB diesen Sektor der SBR-Kleinkläranlagen doch relativ, man kann es so sagen, revolutioniert. Warum? Wir haben es ja in den anderen Blöcken schon gelernt. Wir haben ja bisher immer gelernt, eine SBR-Anlage muss so aussehen, ich habe zwei voneinander strikt getrennte Räume. Eine separate Vorklärung, eine separate Biologie. Vorklärung kann ja auch mehrere Behälterteile haben, muss aber auf jeden Fall eine räumliche Trennung, also eine komplett geschlossene Trennwand zwischen Vorklärung und Biologie haben, damit sich eine SBR-Anlage aus der Vorklärung sich ein entsprechendes Abwasserpaket holen kann, dort behandeln kann, sauber machen kann, rauspumpen kann. Mit Einführung der Puro-Anlage hat man das Ganze ein bisschen über den Haufen geschmissen. Man öffnet jetzt im Grunde die Vorklärung zur Biologie. Man setzt quasi in eine mittlere Trennwand einer Zweikammergrube eine sogenannte Überlaufschikane, wo das Wasser aus der Vorklärung in die Biologie im Freigefälle durch eine tiefer gelegte, also tiefer gelegt als die Wasseroberfläche, Überlaufschikane fließen lässt. Heißt halt im Grunde, dass so eine SBR-Anlage dann natürlich auch eine Beschickung bekommen kann, wenn sie in der Absetzphase ist. Wir wissen ja, dass sich die SBR-Anlagen im Grunde nach einem bestimmten Zyklus arbeiten. Das heißt also im Grunde sich immer ein Paket holen, belüften, Pause machen. Dann kommt eine Absetzphase, wenn ein maximaler Schaltpunkt erreicht ist und das Wasser wird dann rausgefördert aus der Anlage. Das macht der Puro jetzt nicht, sondern durch diese Öffnung, die wir haben, arbeitet die Anlage nicht zeitgesteuert, sondern einfach mengengesteuert. Das heißt, so ein Behandlungszyklus der Anlage kann 4 Stunden dauern, kann aber auch 14 Stunden dauern, kann aber auch 40 Stunden dauern, je nach Menge, die die Anlage im Grunde als Beschickung bekommt. Heißt halt, dass die Anlage sich natürlich auch optimal anpassen kann an die Menge Abwasser, die so einer Kleinkläranlage zufließt. Weil wir, wie gesagt, nicht diese strikten festen Zyklen haben, können wir dann natürlich auch mit dieser Anlage Belüftungszeiten runtersetzen. Das heißt, Kernthema der Puro-Kleinkläranlage ist es sicherlich einfach, den Stromverbrauch zu minimieren, weniger Energie zu verbrauchen, weniger Stromaufwand zu betreiben, um halt entsprechenden Sauerstoff in die Kleinkläranlage reinzupusten. Gut, das als kurze Einführung zum Verfahrensthema. In den folgenden Blöcken gucken wir dann nochmal spezifisch genau, wie funktioniert der Puro, wie schaltet der Puro, mit welchen technischen Aggregaten ist er ausgestattet. Das aber als kurzen Abriss über die Verfahrenstechnik.